1955 machte sich ein Holländer auf den Weg nach Polen. Der junge Bibelschüler Andrew wollte verstehen, was tausende junger Menschen antrieb, mit roten Fahnen den Kommunismus zu feiern. In Warschau angekommen, fand er Christen, die wegen ihres Glaubens an Jesus unterdrückt und verfolgt wurden. Der Westen hatte sie vergessen. Dort in Warschau erhielt Bruder Andrew beim Bibellesen seine Berufung aus Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke das Übrige, was abzusterben droht. Das änderte sein Leben. Aus dem Dienst dieses Mannes entstand Open Doors. Seit nunmehr 60 Jahren stärken wir in über 50 Ländern weltweit Christen, die wegen ihres Glaubens Verfolgung erleiden. Das ist nur durch die Unterstützung vieler Christen auf der ganzen Welt möglich, die ihren verfolgten Geschwistern zur Seite stehen. Diese 60 Jahre von Jesu Treue und Segen wollen wir zusammen mit Ihnen feiern. Kommen Sie am 4. und 5. Juli zum Open Doors Tag 2015 nach Karlsruhe. Dies sind unsere Sprecher. Johann und Anneke Kompanien. Johann ermutigt seit Jahrzehnten zusammen mit Bruder Andrew verfolgte Christen in der ganzen Welt. Als langjähriger Präsident von Open Doors International ist er Zeuge vom außergewöhnlichen Handeln Gottes inmitten stärkster Verfolgung. Seine Frau Anneke gründete den Arbeitszweig Frauen für Frauen. Paul Esterbrooks schmuggelte in der Operation Perle mit einem Team in einer Nacht über den Seeweg 1 Million Bibeln nach China und leitete jahrelang den Dienst von Open Doors in Südostasien und später in Kanada. Er hat die Arbeit von Open Doors über Jahrzehnte in verantwortlichen Positionen mitgeprägt. Hormoz Shariat. Der gebürtige Iraner gründete 1987 eine Gemeinde für Christen muslimischer Herkunft in San Jose, USA und später das Missionswerk Iran Alive Ministries. Allein durch das Fernsehprogramm des Dienstes kamen bis heute bereits Zehntausende Iraner zum Glauben. Pastor Barnabas. Als junger Mann stand er kurz vor dem Selbstmord. Jesus gab seinem Leben eine radikale Wende. Später gründete Pastor Barnabas die Galilee Bibelschule. Sie prägt seitdem tausende junger Pastoren der Untergrundgemeinden Vietnams. Gladys Juma aus Kenia ist Witwe. Ihr Mann, ein Pastor, wurde von Islamisten ermordet. Doch Jesus erfüllte sie mit Hoffnung und half ihr zu vergeben. Zahlreiche Briefe und Karten von Open Doors Unterstützern gaben ihr neuen Lebensmut. Sie sagt, ich habe eure Gebete täglich gespürt. Was für eine unfassbare Liebe. Pastor Farouk. Während des Golfkriegs beauftragte Jesus Pastor Farouk, eine Jugendarbeit zu gründen. Aus 8 Jugendlichen wurden über 2000. Er baute mehrere arabische Gemeinden im Ausland auf und arbeitet seit 2010 als Pastor in einer der gefährlichsten Städte der Welt, in Bagdad. Volker Kauder. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und gilt als einer der profiliertesten Fürsprecher für verfolgte Christen. Er vertritt dieses Anliegen auch im Rahmen seiner politischen Arbeit im In- und Ausland. Seien Sie dabei. Open Doors Tag 2015. Glaube, Hoffnung, Liebe. Am 4. und 5. Juli in der DM Arena in Karlsruhe. Feiern Sie mit uns am Samstag das 60-jährige Jubiläum von Open Doors. Pioniere berichten von ihren Glaubenserfahrungen mit Gott. Riesige Bibeltransporte über gut bewachte Grenzen, große Untergrundbibelschulen im kommunistischen Vietnam, verborgene Erweckungsbewegungen in streng islamischen Ländern. Erleben Sie am Abend, wie die Hoffnung Jesu verfolgten Christen hilft, an Jesus festzuhalten und Großes zu bewegen. Am Sonntag wollen wir zusammen mit vielen Gemeinden ein sichtbares Zeichen der Liebe zu unseren verfolgten Geschwistern setzen. An beiden Tagen gibt es für die Kinder ein altersgerechtes Kinderprogramm mit Input, Gebet und Aktionen. Seien Sie dabei. Open Doors Tag 2015. Glaube, Hoffnung, Liebe. Am 4. und 5. Juli in der DM Arena in Karlsruhe. Mehr Informationen auf unserer Webseite www.opendoors.de/60jahre.